Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von den Replays zu World of Tanks. Diesmal wieder unterwegs im T40, mein aktuell Lieblings-TD. Und wir sind unterwegs auf der überarbeiteten Map Morovanka. Ich sag mal Play. Was hat sich denn auf Morovanka geändert? Einmal, der ganze Ort hier ist dazugekommen. Los geht's! Der Ort ist ein bisschen größer geworden. Die zwei Startpunkte sind verlegt worden. Der Gegnerstartpunkt von hier oben auf die Fünferlinie. Genau wie unser Startpunkt von da auf die Fünferlinie, dass sie sich jetzt perfekt gegenüberstehen. Und der ganze Wald, der hier hinten mal war, der ist komplett verschwunden. Also auf der 8er, 9er, 0er Linie. Da sind jetzt bloß noch ein paar Bäumchen, dafür aber auch ein paar Hügel drin. Und wir schauen uns mal jetzt in dem Falle mal die von unten gesehen linke Linie, also die, ich sag mal, die westliche Seite der Map an, wenn oben Norden ist. Um einfach mal zu gucken, was man von hier so machen kann. Das war jetzt, glaube ich, mein erstes oder mein zweites Spiel war das sogar auf der Map. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Da ich ja wieder mal die ganzen Replays an einem Tag abgedreht habe. Zumindest versucht. So, was haben wir denn da? Einen kleinen Marder. Da war mal ein kleiner Marder. Was haben wir da? VK20. Da war mal ein VK20. Und irgendwas brät hier auf uns. Was war das denn eigentlich? Ein Chihe. Okay. Weiß gar nicht. Doch, hier hatte ich schon. Hier hatte ich aber schon das Modpack wieder drauf. Dementsprechend wusste ich es da schon. Aber erstmal irgendwie verstecken. Weg von da vorne. Und jetzt so Pi mal Daumen. Dürften 30 Sekunden um sein. Wir sind wieder verdeckt für die Gegner. Also können wir wieder vorfahren. Was war denn da? Ein B1. Juhu. Heavy Futter. Da freue ich mich drauf. Langsame, dicke Heavies. Wenn man sie da richtig anvisiert. Und sie doch nicht so schnell sind. Verdammt. Bleib stehen. Ziel ordentlich. Da geh aus. Ach, zu langsam. Das da. Oh, guck mal, da steht was. Da steht was. Da steht was. Und es ist hinter mir. Verdammt. Yay. Luckshot. Da irgendwo ist er noch. Da irgendwo war er. Er ist sogar noch aufgeploppt. Und dann ist er da weg. Ne. Schade. Also die Map hat schon was, aber hier steht jetzt natürlich weitaus, oder hier steht jetzt weitaus mehr im Weg als vorher war. Hier den Bereich gab es gar nicht mit den Häusern. Vorher, da war so, wo jetzt die Grenze zwischen 1er, 2er Linie verläuft, da war Schluss. Alles, was jetzt die komplette 1er Linie ist, gab es gar nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Und wie gesagt, der Wald da 8er bis 0er Linie, der hat sich komplett verändert. Das war vorher einfach nur ein dicker, dichter Wald mit einer kleinen Hütte drinne. Das ist jetzt haufenweise Hügel mit ein bisschen was Bäumen. Und da unten, wo sich jetzt der Panzer 3 und der Hetzer ein bisschen prügeln, gab es mal einen kleinen Sniper-Hügel, wo man in den Wald immer rein konnte. Da stand immer mindestens ein gegnerischer TD drauf. Also, wenn man von oben angefangen hat zu spielen, aus der Nordseite nach Süden gespielt hat, war immer von dem südlichen Team war dort immer mindestens ein TD, wenn nicht sogar drei TDs drauf auf dem Hügel. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Der ist verschwunden. Hat sowieso nicht viel gebracht. Bei dem ganzen dichten Laub brauchte man einfach einen guten Scout, der in den Wald reingescoutet hat, um noch was aufzudecken. Wir sind übrigens aktuell bei 501 Schadenspunkt, den wir am Gegner-Team ausgeteilt haben. Plus ein Kill am Marder, der ein One-Shot war. Also, wir haben uns auf jeden Fall teuer genug verkauft. Da ist wieder Moon Depot explodiert. Und mal gucken, was wir hier noch so reißen können. Gegnerische Arti ist jetzt erstmal uninteressant für uns. Denn ich bin davon ausgegangen, der T40 war da unten und das restliche Team wird wahrscheinlich hier unten versuchen, durch den ehemaligen Wald südlich bei uns ins Cap reinzukommen. Und ich hatte recht, da kommt sie. Die Karawane. So. T40. Unser Projektil fliegt zu lange dafür. Und ich brauche viel zu lange zum Nachladen. Da kann man einfach nur sowas zum Beispiel hoffen. Natürlich wird der uns jetzt sehen. Gehe ich zumindest von aus. Okay, keine Rückmeldung, ob der kaputt gegangen ist. Ich bin davon ausgegangen, dass wir den kaputt gekriegt haben. Aber ich hätte darauf achten sollen. Na, guck mal, der ist auch schon fett. So, der steht da aber noch rum. Der T40, da ist er nämlich, mit zwei Lebenspunkten. Ich glaube, wir haben ihn mit zwei Lebenspunkten stehen lassen. Das war doof. Sagen wir einfach, wie es ist. Es war doof. Aber jetzt haben wir bloß noch eine gegnerische Arti und einen gegnerischen Medium irgendwo hier rumwuseln. Gucken,
Ich gehe mal davon aus, dass der sich irgendwo im Wald rumtreibt. Oder da unten am ehemaligen Hügel. Weil irgendwas muss ja unsere unseren Hetzer da hinten gekillt haben. Das waren wahrscheinlich nicht nur die T-40er. Aber wir werden sehen, irgendwo treibt er sich jetzt noch um, der Medium. Da ist er. Okay. Das war sogar Medium. Ja. Da habe ich wohl falsch gepokert. Aber wir gucken uns einfach mal ein bisschen den Wald an. Solange wir die brauchen, um den Platz zu machen oder durchzukappen. Wie gesagt, das hier war mal alles geschlossener, dichter Wald. Den gibt es nicht mehr. Dann schauen wir uns mal gleich die Statistiken an. So, meine lieben Freunde, da sind wir dann auch schon im Ergebnis vom ersten Match. Ne, wieder im T40. Ist ja, ihr habt es ja gesehen, worum sage ich es eigentlich gerade? Keine Ahnung. Und wir haben ein Überlebensabzeichen dritter Klasse bekommen. Bei einem Kill und 740 Erfahrungspunkte. Wir scrollen mal einfach kurz durch. Beim angerichteten Schaden sind wir irgendwo Platz 3. Und wie sieht denn die genaue Bewertung aus? Wir sind noch mit 6500 plus rausgegangen aus dem Match. 774 Schaden haben wir angerichtet insgesamt. Wie viel Hits haben wir gemacht? 2. Okay, doch. Ne, Hits abgewehrt. Ne? Das ist Hits gemacht. Schüsse abgegeben, 9. Und direkte Treffer waren 5. Davon waren 5 Penetrationen. Ja, passt doch. Und ich würde mal sagen, war recht gutes Match. Wir sehen uns gleich im zweiten Spiel wieder. Also bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir dann auch schon in dem zweiten Replay für heute. Und nicht dem letzten. Ich habe es ja gesagt, dass wir 3 machen. So, und wir drücken erstmal mal auf Play. Wir sind unterwegs auf Kloster. Warum kann ich mir die Maps eigentlich nie merken? Ganz im Ernst. So, und hier haben wir wieder die schwere Entscheidung, wo fährt man lang? Fährt man am Ufer lang, wo eigentlich gerne mal TDs und Heavys langfahren? Fährt man durch die Mitte, wo eigentlich immer Heavys langfahren? Oder fährt man so einige Heavys? Oder fährt man ganz rechts außen lang, wo nur Heavys langfahren? Ja, ich fahre mal mit meinem TD die Heavy Line, ne? Oh, mal gucke. Unser Churchill macht sich mal an der Küste zu schaffen. Da habe ich letztens auch eine richtig geile Runde gehabt mit meinem KV85. Da bin ich dann langgefahren in der Hoffnung, auf einen Heavy zu treffen und fand mich dann plötzlich ohne Gegenwehr, ohne auf einen Gegner zu treffen, im gegnerischen Cap wieder. War eine recht lustige Runde. Ich weiß gar nicht, ob ich die als Replay habe. Wir werden sehen. Auf jeden Fall steht schon 2:0 für uns und ich bin noch nicht mal irgendwie im Gegnerkontakt gekommen. Wollen wir mal schauen, wo sich hier was rumtreibt. Hinter uns schreibt sich ein Churchill und... Ach, wir haben 2 Churchills, okay. Wir haben mehr Churchills. Churchill und Hetzer. Unten lang wollte ich jetzt nicht, weil ich habe damit gerechnet, dass da unten irgendwie Magina auftauchen. Die fahren ja meistens die komplette Einzellinie lang. Und wenige machen diesen Bupsel über 2 rüber. Deswegen bin ich mit Absicht jetzt mal A2 lang gefahren. Hat 2 Vorteile als TD. Man kann nach links in die Stadt reinhetzen, wenn da mal was ist. Wie zum Beispiel jetzt. Also, ja, warum nicht? Aber erstmal gucken, ob da nicht irgendwas kommt. Nee, kommt nix. Rückwärtsgang. Okay, es war nicht so spontan entschlossen. Ich habe echt überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber wenn dieser VK 3001 so schön bereitwillig einem die Front präsentiert. Geht's mal ganz im Ernst. Das ist wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Da muss man von naschen. Das geht nicht anders. Und wo man plötzlich erst eine 400er kennt und dann nur eine 100er austeilt, ist auch mir auch rätselhaft. Ja. Schöner High Roll erst und dann so ein Low Roll. Das ist doch kacke. So, was haben wir da? Taucht der irgendwann auf? Ne. Den kriegen wir nicht vor die Flinte. In der Zwischenzeit ist unser Churchill ein bisschen dichter gekommen. Der Hetzer hat sich wohl wieder überlegt auf halber Strecke, ob er noch ins Dorf wieder reinfährt oder doch die Außenlinie lang. Da unten ist ein Hetzer und ein M4. Verdammt. Der ging jetzt. Natürlich ist der die untere Linie lang gefahren. Ich habe es ja gesagt, die fahren meistens da unten immer lang. Ich selbst spreche von dieser Krankheit nicht frei. Ich fahre auch immer unten lang. Ich hoffe aber noch, da irgendwas von diesem ollen Marder zu kriegen. Aber meine Hoffnungen sind flöten gegangen. Nachdem er dann geplatzt ist. Jetzt habe ich mir gedacht, komm. Der M4 kann zwar eigentlich keinen großen Schaden anrichten am Churchill, wenn der Churchill sich richtig hinstellt. Aber wenn der M4 doch so abgelenkt ist und wir sind hundertprozentig nicht aufgegangen für ihn. Und der Churchill schreit schon um Hilfe, obwohl der Hetzer doch direkt neben ihm steht. Mal ganz im Ernst. Kann ich verstehen. Jupp, verstanden. Du brauchst Hilfe. Ich komme. So, halt mal still. Halt mal still. Danke. Wieder mal eine schöne 400er Kelle reingebraten. Churchill macht, glaube ich, gleich den Rest. Jupp. Und das ist doch was Geiles gewesen. Der war so abgelenkt, der hat es gar nicht mitbekommen. Ich glaube,
fast, wir sind gar nicht aufgegangen, weil da keiner Mucks gemacht hat, sich irgendwie umzudrehen. Und ich frage mich gerade, was hier mit Fraps los ist. Also wir sind hier bei 20, 27 FPS. Aber es geht noch besser als die, als das eine Spiel letztens. Was war das denn? War das mit dem Chinookai vor 2 Tagen, das, wo es so laggy war? Ich weiß es nicht, wie es in der finalen Version aussieht. Ja, zumindest für mich jetzt in der Aufnahme war es ein bisschen laggy. Aber wir bewegen uns mal Richtung Cap. Vielleicht können wir da ja so, so ein, zwei Cap-Punkte abstauben. Weil den BDR kriegen wir sowieso nicht. Der ist ja eh weg. Ich frage mich nur gerade, wo treibt sich denn dieser Medium rum? Ach, da oben der Panzer 4H. Der ist bei uns im Cap aufgetaucht. Ach, um die wird sich T-34 und Grille kümmern. Also wir haben eh keine Chance, da noch irgendwas zu reißen. Und kaum war es gesagt, war es auch schon erledigt. Schade, schade. Ich sag mal, wir sehen uns dann in den Statistiken wieder. Bis gleich. Und da sind wir schon in der zweiten Statistik und irgendwie im Déjà-vu-Gefühl. Wieder mal ein Überlebensabzeichen der dritten Klasse. Komisch, komisch. Wo sind wir gelandet? Nach Schaden. Nach Schaden auf Platz 3. Auch wieder auf Platz 3. Komisch. Aber mehr Schaden angerichtet und weitaus weniger Schüsse abgefeuert. Aber dafür haben alle diesmal gesessen. Also 100% Trefferquote. Und wir haben 10.000er kaum Verlust gemacht, weil wir haben ja wieder mal ohne Schaden überlebt. Wie auch schon im letzten Video beim zweiten Spiel. Auch komisch. Und ja, 10.000 ist ein ordentlicher Umsatz. Hat mich auf jeden Fall weit nach vorne gebracht. Ich glaube inzwischen hat irgendwas um die 600.000, weil ich speiere immer noch auf den Tiger 1, also auf den ersten Tiger, den es gibt bei den Deutschen. Und der kostet mich immer mit 1,3 Millionen, also da aktuell 600.000, fehlt noch ein bisschen. Aber erstmal lange Rede, kurz Sonnensinn, viel Spaß beim dritten Replay. So meine lieben Freunde, da sind wir dann auch schon auf der letzten Map für heute. Ich spule schon mal vor und starte das Replay. Wir sind unterwegs auf Lakeville und das ist so eine von den Maps, wo ich immer da stehe. Verdammte Axt, wo fährst du lang? Fährst du in die Stadt? Fährst du direkt am Wasser lang, also am See, oder fährst du außen durch den Sumpf? Na gut, ich glaube, ich habe mich hier entschieden, in die Stadt zu fahren. Mit dem TD. Warum auch immer. Ich weiß es nicht mehr, ganz im Ernst. Ich kann es echt nicht sagen, warum ich da lang gefahren bin. Wer ballert sich denn da? Der Covenanter. Okay, der Covenanter muss sich durch die Zäune durchballern, wo man einfach durchfährt. Das ist ein Panzer, meine Güte. Ich fahr durch den Zaun durch. So. Und dann ist ein gegnerischer Covenant da aufgetaucht. Ich glaube, wenn ich das so sehe, ich muss mal wieder am Lake selbst lang fahren. Gucken, ob das noch was bringt. Weil inzwischen haben wir auf jeden Fall festgestellt, was mir gerade auffällt, ist, das ist mir, glaube ich, im Spiel gar nicht aufgefallen, wir haben nur Medium Tanks als Max. Keine Heavy Tanks vertreten. Jeweils eine Arty und das war's. Solche Spiele hatte ich öfters an dem Tag, glaube ich. Dass da und auch den Tag danach, dass ich Matches hatte, wo keine Heavys aufgetaucht sind. Kann natürlich sein, auf T4 gibt es keine Heavys. Doch, gibt's. Oder? Ich versuche mich gerade zu entsinnen, gibt es auf T4 Heavys? Kann natürlich auch durchaus sein, dass jetzt auf T4 alle unterwegs sind, ihre Light Tanks zu pushen, damit sie bei den Amis weiterkommen. Und mir fällt gerade auf, kein Gegner. Wo sind die hin? Hallo. Gegnerisches Kruppzeugs. Hallo? Ich höre große Explosionen zu meiner Rechten, aber sehe nichts. So, ist denn hier irgendwo was? Yay, Panzer! Ja, 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 ja. Mal gezielt daneben geschossen, würde ich sagen, oder? Aua! Fahrer tot! Motor futsch! Was habe ich hier für ein Replay ausgesucht? Das ist ja seltsam. Was suche ich denn hier für Replays aus? Hui! Den hast du davon. Hallo. Tschüss. Aua. Ich habe nur 12 Lebenspunkte. Aua, aua, aua. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich dieses Replay ausgesucht habe. Ah, den Elektro war mal One-Shot. Das war ein schöner Kill. Dritter Kill. Yay. Stand hier nicht gerade noch ein Panzer neben uns? Der Covenant, der doch da. Der, fährt, der haut gerade ab. Mal gucken, ob ich dieses Match überlebe. Ich befürchte ja fast nicht. Also nicht mit 12 Lebenspunkten.
Wer hätte es gedacht? Wetten? War klar. Na gut. Das war dann wohl das Match. 3 Kills, 603 Schadenspunkte angerichtet. Ob es noch ein Sieg wurde, ich weiß es ja nicht. Ne? Wir werden es gleich in den Statistiken sehen. Also, bis gleich. Tja, was soll ich sagen? Auch in diesem Video will das dritte Replay nicht so, wie es soll. Auch hier wieder keine Medaillen, keine Scores, kein gar nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ein komplettes Déjà-vu. Auch wieder ein Spiel aus 9.3 eigentlich. Aber schade, schade. Keine Statistiken, wozu man jetzt irgendwas sagen könnte. Wie viele Erfahrungspunkte es jetzt wirklich waren. Wie viel Schaden, wissen wir ja. Aber die Erfahrungspunkte sind ja ein bisschen blöd. Gerade die hätte ich gerne gesehen. Weil die paar Kills, die wir gemacht haben auf der Map. Und das war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn man dennoch in Altmetall verwandelt wurde am Ende des Spiels. Aber egal, ich hätte zu gerne die Statistiken gesehen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich bedanke mich trotzdem fürs Einschalten. Hoffe, euch haben die Replays gefallen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann schaltet doch bitte im nächsten Video wieder ein. Ansonsten Daumen, Kommentare, wie immer. Also bis dann, tschö.